Herzlich willkommen. Das freut mich, dass Sie mal zu uns in die Sendung kommen. Es hat ja lange gedauert. Es ist der Tag der Teenager. Ich habe gedacht, es ist meine Zielgruppe. Ja, absolut. Das ist ja, die Filme, in denen Sie spielen, die sind ja für jeden etwas. Das ist ja Unterhaltung für die ganze Familie. Also jetzt meistens. Der neue Film, den wir machen, Miss 60 Jahre. Es geht um Eier, um Sperma. Bitte? Um, ja, also ihr habt ja gerade eben den Apparat gezeigt. Den Verhütungsapparat, den ich übrigens wirklich komisch fand. Wollen Sie mitnehmen? Aua! Nee. Ist kaputt. Also der wäre genau das falsche Instrument, um diesen Film zu bewerben. Der wäre hinderlich. Ja, Sie spielen eine Frau in den besten Jahren. Ja. 60. Ja? Ja. Wird in Rente geschickt. Will aber nicht in Rente gehen, merkt aber auch plötzlich, dass sie als Molekularbiologin ihren Weg sehr einseitig so nach vorne gerichtet hat. Kein Kerl, keine Kinder, lebt mit der Mutter zusammen, hätte vielleicht 40 Jahre früher ausziehen müssen. Ja. Und eine Frage, das will jetzt plötzlich, weil sie hat Eier eingefroren. Ihre eigenen? Ihre eigenen, die waren mal für Forschungszwecke und die hat sie jetzt plötzlich gedacht, warum eigentlich nicht? Das Problem ist jetzt das Sperma. Ah, okay, sie möchte also sozusagen nochmal ein Kind bekommen. Ja, nochmal loslegen. Ja? Jetzt, und hat die eingefrorenen Eier zwar, aber ihr fehlt das Sperma. Es gibt doch aber auch eingefroren, oder? Es gibt's auch, aber sie möchte, sie hat schon ganz gewisse und ganz besondere Vorstellungen, was da so in Frage kommen soll. Ah, okay. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Film an. Ab dem 24. April läuft er im Kino. Bitteschön. Ja. Ist es denn, soll der Film denn, ist der nur zum Lachen oder soll der sozusagen Gleichaltrigen auch Hilfestellung leisten? Auch vielleicht auch ein paar Jüngeren, nicht nur den Gleichaltrigen. Nee, er ist wirklich zum Lachen, aber er hat ein seriöses Thema. Sagen wir mal, er hat das Thema, dass Frauen in eine Situation gebracht werden, wo sie eigentlich sich entweder für Beruf oder Kind entscheiden. Ja. Das ist ja auch immer noch ein gesellschaftliches Problem, finde ich. Natürlich, natürlich. Aber er ist eben auf eine wirklich komödiantische Weise erzählt. Und da gibt es eine schöne Szene, da treffen Sie, also in der Rolle, auf Ihre Mutter. Ja, die wunderbare Carmen Meyer-Antonia. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Ist das, als Sie sich auf die Rolle vorbereitet haben, haben Sie sich mit der Materie auseinandergesetzt? Geht das wirklich oder ist das, geht das wirklich heutzutage so easy oder ist das doch immer noch ein Problem? Nee, es geht tatsächlich, es ist eben möglich und darum ist es ja auch ein Thema, was seit einigen, sicherlich im letzten Jahr ganz besonders stark durch die Medien geht. Gianna Giannini war 54 oder 55, als sie ihr erstes Kind bekommen hat. Man kann es machen und viele Frauen sagen eben, ich will jetzt erst meinen Beruf, meine Karriere machen und plötzlich denken sie, es fehlt was. Ich finde nicht, dass man damit locker und leger umgehen sollte, mit 60 ein Kind zu kriegen. Man sollte schon auch darüber nachdenken. Das Komische ist nur, bei Frauen wird natürlich ganz moralisch da sofort der Angriff gefahren. Und Kerle, da ist eigentlich keine Grenze gesetzt. So ist das halt nicht. Die Welt ist nicht gerecht. Nein, aber wir sind dabei, sie gerechter zu machen. Ja, interessantes Thema. Wer spielt noch mit in dem Film? Edgar Selge. Ah, Edgar Selge kenne ich, ja. Edgar, ja, ich kenne mich mit Schauspielern gar nicht so gut aus. Ich bin immer so, Musik, ne? Musik. Sie kenne ich natürlich, aber bei Veronika Ferres ist schon Schluss bei mir. Edgar Selge, wer noch? Carmen Meyer-Antonie ist da drin. Ja, natürlich. Und man muss ja wirklich sagen, ich bin eigentlich eingeladen worden, worüber ich mich wirklich freue, aber eigentlich habtet ihr gefragt, ob ich singen möchte. Ja, wir wollten eigentlich, dass Sie singen. Weil ich da den Titelsong singe. Ja, aber Sie haben sich dann gedrückt. Ja, ich habe Stefan schon gesagt, ihr hättet es vielleicht gerne hören wollen, aber bestimmt nicht sehen wollen, weil ich kann den Text nicht, es ist Französisch, ich stehe mit einer Brille und kann es kaum lesen. Wäre nicht so lustig gewesen. Aber die Stimme ist gut genug. Es gibt andere, die viel schlechter. Mit Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten. Wirklich ein super Typ.
Die gibt es noch, die einstürzenden Neubauten? Ja. Die als Band auch noch? Ja. Alles klar. Gibt's auch noch. Ja. Schade, wollen Sie es nicht doch probieren? Ja, wir kommen dann nochmal und Alexander und ich singen es dann. Wenn die Stimme wieder in Ordnung ist. Es muss ja nicht französisch sein. Sie können gar kein Französisch und haben dann den Text in Lautschrift gelernt. Das ist ja besonders schwer, sich das zu merken, oder? Ja, das geht nur mit einem Zettel und einer Brille. Ja. Und das sieht so doof aus in so einer Sendung. Naja, man muss auch mal über sich selbst. Ja, ja, genau. So, also der Film startet in den Kinos am 24. Gibt es da so große Kinopremiere oder sowas? Ja, die machen wir hier in Köln am 14. Wir haben übrigens den ganzen Film in Köln gedreht. Ja. Und in Köln. In Köln. Den ganzen in Köln. Sie kommen ja eigentlich aus, war das denn irgendwo im Münsterland, ne? Oder? Detmold. Hab ich irgendwo gelesen. Ja, aus Detmold. So, und wohnen jetzt in München, oder wie? Nee, nach 35 Jahren München ist es jetzt Berlin wieder. Ach so, okay. Mhm. Ach so, also. Ja, so ein bisschen hin und her. Aber in Köln ist schön, ne? Ich fand es klasse. Ich habe zwei Filme dieses Jahr hier gemacht und ich kann wirklich nur sagen, ich bin ja auch öfter auf der Lit Colon. Ich kenne kein Publikum in Deutschland sonst, was so offen ist, was so. Wie recht Sie haben. Ah, toll. Ja. Der Film wird bestimmt auch ein Riesenerfolg, da bin ich ganz sicher. Und das nächste Mal wirklich, das müssen wir mit dem Singen, das müssen wir vorher proben. Das muss ja kein französischer Titel sein, das kann ja auch ein Volkslied sein. C'est si bon. C'est si bon. C'est si bon. Es geht doch, es geht doch. Aber ich kann den Text nicht. Ja, und? Hätten wir dafür gesorgt. Dann kann man alles, hier kann man alles von Karten ablesen. Ja, man kann so, alles vom Blatt jetzt ablesen. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Viel Erfolg für den Film. Danke vielmals. Bitte? Danke, ich habe mich gefreut, dass ich hier bin. Miss 60 heißt er, am 24. April im Kino. Und jetzt kommt How I Met Your Mother. Wir machen eine kurze Osterpause, sind am 28.04. wieder zurück. Das heißt, wir wünschen Ihnen frohe Ostern. Vielen Dank, dass Sie da waren. Tschüss. Danke. Tschüss.